Moin zusammen! Abend! Wir sind die Teledudes und wir spielen heute XCOM Enemy Unknown. Das ist krass. Ich habe schon ein bisschen gespielt, wir schauen einfach mal rein. Der berühmte Arthur C. Clarke. Du sagst jetzt wahrscheinlich, ja, ja, aber ich sag, Wer ist denn Arthur C. Clarke? Sag mir jetzt nichts, wahrscheinlich irgendein Physiker. Der hat sich über Außerirdische geäußert und gesagt, ja, ja. Ja, stimmt. Aber hier, Meteor schlägt ein. Nee, das ist so ein Alien-Bot. Das ist so ein Ding, wo die, mit dem die landen. Was, da ist jetzt ein Alien drin? Nicht drin. Was macht die anderen so irgendwie? Das fängt die halt. Ja. Das sind die sogenannten Klassiker. Die kommen später in dem Spiel auch öfter vor. Das sind die sogenannten Abduction Sites oder was, wo wieder so ein Ding gelandet ist und angefangen hat, die Menschen außenrum gefangen zu nehmen, die sie halt dann abholen. Okay. Und dann mit Sonden untersuchen wahrscheinlich. Naja, in San Francisco hätten die da keine Probleme mit den Freiwilligen. Sonde, ja. Ja, schon. Kann lange hier nicht. Endlich mal wieder so ein Ding. Wir haben immer so wohlgeformte Sonden dabei. Genau, das Intro ist also ganz niedlich so. Hello, Commander. In light of the recent extraterrestrial incursion, this Council of Nations has convened to XCOM project. You have been chosen to lead this initiative. To oversee our first and last line of defense. Your efforts will have considerable influence on this planet's future. We urge you to keep that in mind as you proceed. Da dachte ich mir am Anfang, wieso denn ich? Wieso denn ich? Weißt du, weil die so, you've been chosen to do this. Und ich dachte, gab's eine Umfrage? Warte mal. Versteht ihr, ich bin jetzt nicht. Also, Lebenslauf habe ich nicht ausgefüllt irgendwie. Ja, habe ich ja schon dadurch, dass ich das Spiel gekauft habe. Schatten ist da. Ja, der sieht aus wie der. Ich glaube, das ist eine Verschwörung. Das ist der Typ von Hitman, ja. Okay, und jetzt. Okay, ist das rundenbasiert, oder? Ja, ja. Okay. Die Dinger sind jetzt hier rundenbasiert. Und jetzt kannst du quasi hier deine Hampel bewegen. Okay, ja, und blaue Linie da ist jetzt mein kompletter Radius, den ich davon. Du musst es, genau, du musst es so sehen. Wenn du genau hinschaust, dann haben die unten, die haben also oben diese kleinen Balken. Das sind ihre Lebenspunkte. Dann die zwei blauen Balken drunter, das sind ihre runden Punkte, wenn du so willst. Der könnte jetzt in einer Runde bis hierhin laufen und hat dann halt noch einen runden Punkt. Okay. Ich könnte aber auch sagen, nein, lauf weiter und lauf bis hierhin, dann verbrauche ich aber beide runden Punkte und dann ist er in der Aktion durch. Okay. So, jetzt kann er nichts mehr machen, jetzt wechselt es automatisch zum nächsten. Alles klar. Und jetzt kommt so ein Alien daher. Fängt an, auf mich rumzuschießen, was ich frech finde. Don't shoot the green shit on me. I'm alright. Er hat jetzt nicht getroffen. So. Ja, wenn was zieht das ab? Wie viele Lebenspunkte? Immer einen das, oder? Nein, nein, das ist unterschiedlich. Die können auch kritische Hits landen und dann sind alle weg. Ah ja. So. Und jetzt zum Beispiel hat man ein ganz gutes Ding. Also er zum Beispiel sieht nur den einen. Ja? Ja. Er hingegen sieht beide, weil er ja quasi richtig positioniert ist. Er hat 65%ige Chance zu treffen oder was? Genau. Das zeigt mir oben an, wenn zwei Aliens sind bei den Viechern, weiß ich, okay, der würde beide sehen. Genau. Der zum Beispiel sieht ja noch gar keinen, den muss ich jetzt erstmal in Position bringen. Zum Beispiel so. Okay, dann sieht man. Und jetzt kann ich halt sagen, okay, ich will aber noch schießen. Und zwar auf den. Das macht er automatisch, ich muss dann nicht anvisieren. Genau. Check. Ah, critical, okay. Okay. So, und jetzt rückst du halt weiter vor. Der Punkt ist, die anderen zwei, die jetzt geschossen haben, haben halt für die Runde jetzt keine Aktionspunkte mehr. Okay. Also muss man dann beim Vorrücken... Also ja, halt achten, dass man nicht komplett krass aus. Genau, dass du nicht schwer vorrückst, weil die anderen können halt nicht mehr helfen. Eigentlich sind diese Sektoiden sowieso die armen Hunde. Da kommt dann irgendwann so raus, dass die... Ah, der sieht sogar schon vorgeschickt werden. Dass die alle genetisch gleich sind und halt quasi...
wirklich original für das Zeug hier genetically engineered sind. No, verdammt! Ah, was, Polizeiauto zerschossen. Hinlegen oder sowas kann man sich nicht, dass man dann Bonus auf Schießen gibt. Oder genau, nee, das ist genau das, was ich meine. Das ist das, was ich eben schade finde. In den Klassikern aus diesem rundenbasierten Genre, zum Beispiel Jagged Alliance. Das war das mit den Spielen. Jagged Alliance. Wo ich die Kauki Killer kaufen musste. Genau. Da ist es so. Da kannst du die eben, genau, du kannst sie hinknien lassen und so, dann treffen die besser, oder du kannst sie halt eben zum Beispiel einen richtig schweren Schuss machen lassen, dass sie länger anvisieren, und die Aktionspunkte wurden da irgendwie ein bisschen variabler verteilt, hatte ich so das Gefühl. Ja, hier ist es wirklich nur stur laufen, Deckung suchen oder eine Angriffsaktion, sei es Granate oder... Aber es ist tatsächlich so, also du positionierst nur deine Männer und schaust halt, dass die quasi irgendwie schießen können, bringst sie gut in Position, schaust, dass die in Deckung bleiben, zum Beispiel jetzt entweder so, in halber Deckung. Mhm. Ich könnte denen auch diesen Befehl geben, hier, hunker down, dann duckt er sich so rein und hat dann einen vollen Deckungsbonus. Okay. Ist halt schwerer zu treffen, sieht aber auch nicht mehr so viel aus. Ja. An sich ist es nicht so, dass du die groß irgendwie sich irgendwo hinlegen lassen kannst oder so, und das ist eigentlich echt schade. Jetzt hampt der mir den... Das finde ich ganz witzig jetzt eigentlich. Okay, der ist jetzt... Mit dem Typen kann ich jetzt auch die Runde nichts machen. Der hat jetzt gerade keinen Bock mehr. Das ist jetzt, glaube ich, die planloseste Aktion, die es gibt. Aber naja. Neben den Kameraden. Friendly Fire? This Corp is... So gut wie die Jungs sind. Der dodged es. Er hat sogar wirklich überlegt. What are you doing? Welcome to XCOM HQ, Commander. I'm Central Officer Bradford. My role in this project is twofold: providing tactical support for our field operations and keeping you briefed on the current situation. And having extreme disgusting pullover. Also, und extrem große, wustige Finger. Haben die aber alle. So, das musst du mal, wenn du bei der Armee bist, brauchst du Wurstfinger. Ich glaube, das ist ein Feature von der Unreal Engine. Enable Wurstfinger, okay. Du hast jetzt halt eben hier so deine Basis. Okay. Und du kannst jetzt eben zum Beispiel ins Research Lab gehen, Engineering. Und überall, wo ein Ausrufezeichen daneben steht, da kann ich gerade was machen, oder? Genau. Okay. Jetzt gehen wir einfach mal ins Engineering. Commander, I was wondering when you'd be stopping by. Welcome to Engineering. Anything they can dream up in the research labs, we can build it here. Speaking of which, Dr. Valen has just sent us some new schematics. With your approval, we will begin Ihn fand ich aber immer, den fand ich die ganze Zeit extrem sympathisch. So, und nachdem ja mich die Doktor irgendwas die ganze Zeit schon voll quatscht und sehen will, schauen wir mal an, was die zu sagen hat. Hello, Commander. My name is Dr. Valen. I oversee the research labs. This is where all of XCOM's research and development takes place. Das Witzige ist, das ist ja nicht lokalisiert, das ist also nicht synchronisiert, sondern es ist die originale englische Sprache und sie hat einen deutschen Akzent. Oder? With your approval, we will begin research immediately. Das ist was ich sehr witzig finde an dem Spiel. Die drei, also du hast jetzt die drei gröbsten Mitarbeiter gesehen, ja? Diesen einen da, diesen Central-Typen, die Research-Tussi und den Engineering-Hampel. Und die drei sind ja quasi wie so Abteilungsleiter. Ja? Die karteln sich manchmal. Weißt du, dann erfinden wir irgendwas oder ich bringe vom Battlefield irgendein Viech mit. Und beide sagen, ne, das gibst du mal hier. Ja, genau, sie so, ich würde es gerne untersuchen. Und er so, ja, ich würde es gerne auseinandernehmen. Und du dann so, ja. Und dann... Achso, man kann es nur einmal machen. Nee, du hast da auch keinen Einfluss drauf. Aber ich finde es manchmal witzig, dass sie eben dann sich so miteinander streiten. So, ja, das ist aber jetzt, wir wissen nicht genau, was das ist. Und dann eher so, naja, das, was sie gerade gesagt haben, klingt nach einer Antenne. Dann muss das ja das und das sein. Und das ist irgendwie ganz witzig. Also, die werden dann auch langsam herzlicher miteinander und okay. So. Genau. Wo bist du ungefähr? Ja, ich habe jetzt schon... Also ich habe jetzt schon ein paar Dinger gespielt, so ist nicht. Ich habe auch schon ein paar Monate jetzt gespielt, schon ein paar Missionen hinter mich gebracht und auch ein paar
ein paar Soldaten um die Ecke gebracht. Genau, ich bin jetzt hier gerade. Ich bin gerade mitten in der Mission. Ich habe auch schon einen ganzen Haufen Leute abgeschossen, die fliegen da alle da, die liegen da alle da vorne rum. Weil das habe ich taktisch schon gut gemacht. Ich schon hier, ich muss also sagen, da habe ich schon, das war doch war gut. Also kann ich, da habe ich den kleinen Roboter einfach vorgeschoben, der hat alle möglichen Gegner getriggert. Achso, der gehört zu dir, das Viech, oder? Ja, ja. Okay. Der kann jetzt eben zum Beispiel die Speer aufs Korn nehmen, der kann auch so ein bisschen durch die Gegend fahren und der hat halt eine Mordskanone oben drauf. Und jetzt soll der doch einfach mal dahinter schießen. Der war halt auch mal das Zentrum. Ja, der ist echt gut. Und jetzt hat der nämlich genau diesen Werkstoff getriggert. Und zwar bei zwei gleichzeitig drum. Hat Pech gehabt. Der eine hat daneben geschossen, der andere hat einen Unfall. Ich habe erfolgreich gesiegt. Sieg! So. Pitbull. Aufgestanden. Extra Conditioning. Jetzt ist er schon Major. Also du siehst schon, die steigen dann auf und wenn sie Colonel sind, dann ist der höchste Rang. Und du kannst dich halt hier so ein bisschen entscheiden, in welche Richtung die immer gehen sollen. Ob du eher den haben willst, der sehr aggressiv und vorgeht, oder ob du einen haben willst, der sehr auf Defensive ist zum Beispiel. Okay, alles klar. Jetzt können wir uns ja mal die Karte anschauen. So sieht die am Anfang noch gar nicht aus. Am Anfang ist alles blau, so wie bei United States. Dadurch, dass ich jetzt aber in so manchen Ländern keine Aufträge entgegengenommen habe, sind die jetzt panicked. Also zum Beispiel Frankreich, China, Japan, die sind jetzt panicked und wenn die. Ja, kannst du da jetzt nicht einen Satelliten hinschießen? Doch, ich baue gerade Satelliten. Okay. Hier unten hast du so eine Liste an Upcoming Events und ich habe Satelliten in Auftrag gegeben, das dauert aber noch 20 Tage. Okay, in 8 Tagen steht auch dieser Council Report an, also immer am Ende des Monats kriegst du so einen grundsätzlichen Roundup, ob du das gut gemacht hast oder nicht. Mhm. Ich kann zum Beispiel auch Sachen verkaufen, davon mal ganz abgesehen, von meinen Sachen. Das ist das Krams, was ich so gefunden habe irgendwie. Bisher. Mhm. Und ich kann auch hingehen und sagen, so, ich verkaufe irgendwie diese Power Source und die verkaufe ich auf dem schwarzen Markt und kriege dann da die Kohle dafür. Aber ich brauche die ja, weil da kommen wir jetzt wieder hier dazu, wenn ich zum Beispiel ins Engineering reinschaue und ich will zum Beispiel hier Sachen forschen oder weiterentwickeln. Ja, man ist eher hiermit beschäftigt als mit der Mission, oder? Das hält sich ziemlich gut die Waage, genau. Das hält sich ziemlich gut die Waage. Und der Part ist auch, glaube ich, echt ganz gut gemacht, weil hier hast du viele Entscheidungsfreiheiten, was du forschst und wann du es forschst und dementsprechend kriegst du dann eben hier andere Sachen, an denen du dann weiterentwickeln kannst. Ich search gerade eben an den Plasmawaffen. Also, der Punkt ist folgender. Das, was das Spiel eigentlich taktisch cool macht, ist, du kannst die Aliens auch fangen. Du musst sie nicht über den Haufen schießen, du kannst sie auch fangen. Das ist aber schwierig, weil du musst quasi mit einer speziellen Waffe, die du deinen Typen auch in die Hand drücken musst. Mhm. Also ich kann jetzt zum Beispiel auch hingehen und kann sagen, mein Ober-Heavy-Typ, der soll, wenn das nächste Mal in Kampf geht, statt einer Frag-Grenade irgendwas anderes haben. Ja? Die Sachen habe ich mir irgendwann mal gekauft. Also entweder ein Scope, ist eh klar, oder der hat eine extra Weste nochmal drunter. Oder eben diese Frag-Grenade am Start. Oder den Arc-Thrower. Und mit dem Arc-Thrower kann man eben... Die Viecher fangen. Viecher fangen, genau. Und dann nimmt man die mit. Okay. Und es gibt, damit das Spiel an gewissen Stellen weitergeht, musst du das manchmal auch machen. Mhm. Witzig. Du musst also ein lebendes Objekt mitbringen, damit du überhaupt weiterkommst, weil der forscht dann da dran. Okay. Für den Zweck musste ich extra auch einen Raum dafür bauen. Ach, okay. Und zwar einen Alien-Containment-Raum. Ach, witzig, da oben. Und du baust dann quasi an der Stelle, genau wo wir jetzt hier sind, baust du quasi deine Basis aus. Ja? Ach, also ich habe hier jetzt so Dinger schon verbaut. Also ich habe einen Power Generator gebaut und einen Workshop und eine Foundry. Am Anfang hast du nur so die zwei Dinger hier. Okay. Und wenn ich irgendwie so einen Fleck habe wie da jetzt, dann kann ich sagen, bitte mal freilegen. Das kann man eh mal machen. Damit man noch wieder was bauen kann. Genau, und dann kann ich danach da was draufbauen. Ich muss sagen, jetzt ganz und gut ich könnte halt jetzt hingehen und sagen, okay, ja, gut, da muss man aber sagen, wenn es sich jetzt da so die Waage hält, quasi was jetzt Mission angeht und hier alles überwachen, ausbauen, forschen und sowas, dann ist das, dass man vielleicht da ein bisschen abgespeckt hat bei der Battles-Dingens da halt, bei mir in Kauf zu nehmen, wenn der Rest halt hier einfach stimmig ist. In dem Moment, wo ich in diesem Situation Room bin, kann ich jetzt sagen, Scan for Activity, dann scannt der, so lange bis er was findet, beziehungsweise so lange bis irgendwas anderes passiert. Okay. Jetzt haben die die Plasma Rifle fertig, die kann ich jetzt also von den Engineern bauen lassen. Ja. Scannen wir mal weiter. Aha,
Mein Thermogenerator ist fertig. Und parallel dazu ist es so, ich habe eben hier jetzt so ein paar Missionen. Ich habe noch diesen Alien Base Assault, der da steht. Da habe ich irgendwann mal so ein Fragment gefunden, wo die eben rausgefunden haben, dass die Aliens auch eine Basis auf dem Planeten haben. Und die könnte ich jetzt auseinandernehmen. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, ich habe noch nicht die Eier dafür. Sack dafür. Okay, jetzt haben mir nämlich irgendwelche Länder eben diese Abductions mitgeteilt und haben jetzt gesagt, bei uns ist übrigens was rausgekommen. Das kannst du ja aussuchen, wo du hingehst. Das kann ich mir aussuchen, wo ich hingehe. Ich sehe das Paniklevel. Ja? Ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt Australia nicht helfe, dann wird da die Panik auch sehr hoch sein, dann steigen die auch irgendwann aus dem Programm aus. Kann ich gleich mal. Aber gleichzeitig habe ich auch den Reward, der immer anders ist, okay? Hier kriege ich 4 Engineers, hier kriege ich 4 Scientists und hier kriege ich halt 200 Millionen wahrscheinlich. Ja? Oder wäre ein bisschen hart. Ja, 200 Dollar wäre lecker. Ja. Ne? Warte mal, wie viel Spritter wäre ich jetzt verballert, dass wir hingeflogen sind? Das rechnet sich nicht, was wir hier machen. Aber du hast schon recht, eigentlich müssten wir nach Sydney. Rein in Sydney, gut rein. Roger, that big sky. Strike one, you are green to deploy. Und das ist natürlich schon hier auch geil. Also diese Maps, die, wenn man sich die hier so, die kann man ja auch schon mal so im Fork sich anschauen. Die sind dann teilweise schon ziemlich groß auch, was dann auch Spaß macht, die zu erkunden. Und sich so eine Taktik zu überlegen. Was zur Hölle ist das? Oh Gott, what? What the fuck? Siehst du, und genau das ist jetzt der Moment. Der kann doch nicht auf den auf meinen Roo schießen und dem einfach mal 9 Punkte abziehen. What? Aber das war jetzt heavy, weil quasi mein gesamtes Team einen Gegner platt machen musste. Normalerweise können die ohne Probleme ein ganzes Squad rausnehmen. Just for show. Also es macht echt einen ganz spaßigen Eindruck, muss ich jetzt sagen. Das Taktische finde ich halt eigentlich ganz cool mit dem Positionieren und Schießen und Entfernen und Dings. Das ist eigentlich ganz stimmig, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ich habe halt die alten nicht gespielt, da kann ich jetzt nichts dazu sagen, was jetzt irgendwie... Ich kenne es auch nur aus Erzählungen. Und da glaube ich eben, ist genau dieses rundenbasierte Spielen ist noch eine Runde taktischer. Aber das, mal abgesehen davon, es ist so natürlich actionreicher, weil man schneller vorankommt. Also ich kann mich schon erinnern an meine Jacked Aliens-Dinger, wo du dann alleine mal 3-4 Moves eine Viertelstunde rumspielst, weil du den ducken lässt und vorgehen, den anderen dahinter in Knien und vorrobben und so. Bis du das alles eingestellt hast und gerade auf der Konsole, ist wahrscheinlich auch auf dem PC besser, muss man auch sagen. Aber funktioniert auf der Konsole ganz gut, aber wahrscheinlich gerade auf der Konsole würde das unglaublich viel Zeit fressen. Ja. Ich finde, es geht extrem gut rein. Ich verbringe meine Nächte momentan damit. Vom Zuschauen, mir gefällt es. Ich finde es echt, ich finde es gut. Es ist auf jeden Fall echt eine ganz nette, moderne Version von dem Klassiker. Behaupte ich jetzt mal. Ungespielt, ohne den Klassiker gespielt zu haben. Damit verbleiben wir. Nicht wahr? Ich bin der Alex. Ich bin der Flo. Wir sind die Teletubbies. Auf Wiedersehen.